Guten Morgen nochmal an alle. Herzlich willkommen und vielen Dank an den Max Nulz, dass er bereit ist, den heutigen Tag zu moderieren. Wir möchten von ihm ein Google SEO sozusagen verpasst bekommen. Max hat vor über 4 Jahren eine eigene Agentur gegründet mit Sitz in Mainz, die Web Design Managers. Und er ist spezialisiert auf die Themen, die er heute referieren wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Max, ich übergebe an dich. Ich beobachte parallel den Chat. Ich bitte also Fragen von allen, kurz den Chat zu schreiben. Wir haben nach der Präsentation von Max noch Zeit, auf die Fragen einzugehen oder auch ein bisschen das eine oder andere zu diskutieren. Also Max, übernimm einfach den Bildschirm und Feuer frei. Viel interessante Infos für alle. Vielen Dank. Ja, ich lege einfach mal direkt los. Wir sprechen heute über SEO-Trends 2023. Ganz kurz vorweg, keine Sorge, es wird nicht zu technisch kompliziert. Ich habe es versucht, einfach zu halten, sodass jeder mitkommt, aber trotzdem die wichtigsten Themen und Neuerungen und Trends erfahren kann, die in den nächsten Monaten und auch Jahren bevorstehen. Vielleicht ganz kurz nochmal zu meiner Person. Es wurde schon eingangs erwähnt, ich habe vor 4 Jahren eine Agentur gegründet. Mittlerweile habe ich auch noch eine zweite, die sich Marketing Managers nennt. Ich habe mittlerweile den Marketingfokus quasi in eine weitere Firma zusammen mit meinem Geschäftspartner Marc Schäfer gepackt und habe jetzt 2 Firmen in diesem Bereich. Und wir kümmern uns einmal um Web Development, also alles, was mit Webseiten zu tun hat. Und dann eben auch Marketing und da eben unter anderem SEO oder auch Paid Ads. Heute soll es aber um SEO gehen und wir schauen uns mal ganz kurz an, worüber wir heute sprechen werden. Also diese Themen habe ich Ihnen mitgebracht. Natürlich kann ich nicht in ganzem Umfang über alles, was neu ist, reden, aber manche Themen sind auch nicht wirklich relevant für Sie, andere wiederum schon. Und ich habe versucht, das Ganze darauf einzugrenzen. Am Anfang sprechen wir über das zusätzliche E im EAT-Prinzip von Google. Ich werde auch erklären, was das ist und worum es sich dabei handelt. Als nächstes sprechen wir über künstliche Intelligenz und die aktuellen Neuerungen, die sicherlich viele von Ihnen schon mitbekommen haben in der letzten Zeit und was das mit Content-Generierung auf sich hat, beziehungsweise wie man es für sich nutzen kann im SEO-Bereich und was man vermeiden sollte. Dann sprechen wir ganz kurz über die Neuerungen Multisearch und auch Voice Search. Und dann sprechen wir noch zuletzt ganz kurz über Search Engine Result Pages Änderungen. Kompliziertes Wort heißt, aber erkläre ich später. Und dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Gut. Zunächst einmal fangen wir mit dem neuen E in EAT an. Was ist das EAT-Prinzip? Das EAT-Prinzip ist eine Art Guideline von Google, die steht für auf Englisch Expertise, Authority und Trustworthiness, kann man so übersetzen mit Fachwissen, Autorität in dem jeweiligen Bereich, in dem man tätig ist und Vertrauenswürdigkeit. Und ihr seht schon an diesem Bildaufbau, zu dem letzten E komme ich gleich noch, aber ihr seht an dem Bildaufbau, dass das T oben drüber als Dach ist und die anderen Buchstaben darunter. Das ist nicht zufällig so, es ist einfach nach wie vor und auch schon seit Ewigkeiten so, dass Trustworthiness, also die Vertrauenswürdigkeit einer Seite, am allerwichtigsten ist für Google. Also das ist auf jeden Fall Nummer 1 und die anderen Parts sind sozusagen Säulen, die die Trustworthiness mit aufbauen und die aber darunter stehen. So, lassen Sie mich jetzt ein bisschen weiter noch auf die einzelnen Bereiche eingehen. Also Expertise heißt im Endeffekt, dass der Inhalt, den Sie schreiben, wenn Sie zum Beispiel einen Blog haben, was sehr empfehlenswert ist, wenn Sie SEO betreiben, dass das von einem, ja, ich sag mal, Fachexperten in dem Bereich ist. Also wenn Sie über das Thema Motivation beispielsweise schreiben, wie motiviere ich mich selbst, dann sollten Sie vielleicht im besten Fall Motivationstrainer sein oder in irgendeiner Art und Weise in diesem Bereich arbeiten. Wenn Sie eigentlich, ich weiß nicht, normalerweise in der Bank arbeiten und jetzt auf einmal über Motivation schreiben und Sie haben überhaupt nichts mit diesem Bereich zu tun und auch keine Quellennachweise, dass Sie sonst irgendwie in dem Bereich vertreten sind, dann kommt das nicht so gut und Google kriegt das auch spitz. Authority oder die Autorität bezieht sich im Endeffekt auf die Autorität in dem Bereich, Sie als Autor. Das kann zum Beispiel durch Referenzen oder Erwähnungen auf anderen Seiten bewiesen werden und durch eine generell starke Online-Präsenz, die Sie eventuell haben. Und
je mehr sie als Branchenexperte oder Expertin quasi anerkannt sind, desto höher ist die Autorität in dem Falle. Und Trustworthiness ergibt sich aus diesen Bereichen und weiteren, wie zum Beispiel, dass ihre Website sicher ist, dass sie schnell lädt und andere technische Faktoren, die auf eine, ja, auf eine vertrauenswürdige Quelle letztendlich hinweisen. Also ihre Website ist ja wie eine Quelle für Google, die sie ihren Nutzern zur Verfügung stellt, wenn diese eine Suchanfrage stellen. So, und jetzt komme ich zum neuen E. Was hat das neue E auf sich? Es geht um Experience. Das neue E steht für Experience und es geht nicht um die Nutzer-Experience auf ihrer Webseite, sondern es geht um ihre Erfahrungswerte. Also Google möchte quasi dieses Thema hilfreiche Inhalte und dieses E-Prinzip noch weiter verstärken und möchte, dass die Autoren nicht nur einfach Fachwissen unterschreiben, sondern im allerbesten Falle auch mit Experience glänzen können, also mit Stories vielleicht aus der Arbeit oder ein sehr einfaches Beispiel ist, wenn Sie Produkte testen oder Dienstleistungen, also sagen wir mal, Sie sind Verkaufstrainer und Sie testen eine Verkaufssoftware oder eine Lead-Software, dann sind Sie auf jeden Fall ein Branchenexperte, der, denke ich, das machen könnte. Und um aber diese Experience nachzuweisen, reicht es nicht einfach für Google, dass sie jetzt schreiben, ich habe den Test mit Tool XY durchgeführt, sondern es wäre schon gut, wenn sie vielleicht ein Video dazu hochladen von sich, wie sie das machen oder Fotos zumindest oder irgendeine andere Art von Nachweis, dass sie wirklich mit der Sache interagiert haben. Also das wäre ganz, ganz super, wenn sie da sowas hätten. Natürlich ist das nicht immer möglich, ist klar, aber generell ist das eine super Idee und fällt eben in diesen neuen Experience-Faktor. Google macht das Ganze übrigens deswegen, weil es einerseits die Nutzererfahrung auch steigert. Also Nutzer können sich eher mit Blogbeiträgen und so weiter identifizieren, wenn die Experience eines Autors mit reinspielt und man quasi sieht, dass da eine echte Person dahinter ist, die das geschrieben hat. Und abgesehen davon, auf das nächste Thema kommen wir ja gleich, ist es so, dass seit der absoluten Revolution der künstlichen Intelligenz, die aktuell von sich geht, dass wahnsinnig viele Inhalte einfach automatisch generiert werden und Google versucht, da einen Keil zwischenzutreiben, dass quasi alles nur noch von Robotern geschrieben wird und versucht weiterhin echte Inhalte quasi zu pushen und zu belohnen. Genau, jetzt vielleicht noch ein paar schnelle Praxistipps, wie Sie generell mit dem EAT-Prinzip arbeiten können und was Sie machen können, um dem zu entsprechen und gute Resultate zu erzielen. Also ich hatte es eben einmal angesprochen, Beweise durch Audio, Foto oder Videomaterial, wenn Sie irgendetwas schreiben und vielleicht eine Erfahrung auch beschreiben innerhalb des Blogbeitrags, sind von Vorteil. Ansonsten kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, ein Autorenprofil anzulegen. Das bedeutet, wenn Sie eine Website haben und Sie haben einen Blog, dann je nachdem, wie Sie das eingestellt haben, ist es nicht automatisch so, dass man sehen kann, wer diesen Blogbeitrag verfasst hat. Man kann das Ganze auch anonym lassen. Natürlich können Sie das auch tun, aber es empfiehlt sich tatsächlich, sich selbst als Autor dort anzulegen. Also dass dann zum Beispiel in meinem Fall dort stehen würde, Maximilian Nohls hat den Beitrag geschrieben und dass man, wenn man diesen Namen anklickt, vielleicht zu einer separaten Landingpage geleitet wird, wo auch eine kurze Bio über mich drin steht und wo meine Expertise beschrieben wird, eventuell noch Links zu anderen Seiten, wo das nochmal bestätigt wird. Und übrigens auch, was sich auch in dem Falle empfiehlt, ist, dass man Social-Media-Profile verlinkt, zum Beispiel LinkedIn, Xing oder ähnliches, weil Google daran festmachen kann, dass sie eine echte Person sind oder es zumindest sehr wahrscheinlich ist, dass sie eine echte Person sind. Und das hilft auch quasi nachzuweisen, dass sie ein Branchenexperte oder Expertin sind, dass sie Expertise in dem Bereich haben, dass ihre Seite trustworthy ist, also vertrauenswürdig und so weiter. Ansonsten hatte ich auch schon erwähnt, ist jetzt nichts Neues, aber Reputation auf anderen Seiten, die zurück zu Ihnen verlinken, hilft immer noch natürlich immens und spielt auch wieder in dieses Prinzip mit hinein. Also wenn Sie andere Branchenkollegen haben oder Sie sind mal im Fernsehen aufgetreten oder Sie waren in einem Podcast zu Gast oder, dann holen Sie sich immer einen Link von der oder von dieser Person oder dieser Webseite zurück auf Ihre Webseite oder verlinken Sie auch dorthin. Und so entstehen eben diese Verbindungen, die Google dann auch wieder folgen kann. Noch ein letzter Tipp, wenn Sie
über etwas schreiben möchten, wo Sie jetzt vielleicht nicht direkt ein Branchenexperte sind. Sie halten dieses Thema aber aus irgendeinem Grund für sehr wichtig, dass das auf Ihrer Webseite stattfindet, weil das Ihnen helfen würde, für bestimmte Keywords zu ranken. Dann laden Sie sich vielleicht einfach einen Branchenexperten ein, der das Thema vielleicht besser behandeln kann als Sie, und weisen Sie diese Person auch eventuell als Autor auf Ihrer Page aus, also wieder mit so einem Autorenprofil. Und so kann ganz transparent nachgewiesen werden, okay, das hat die und die Person geschrieben, das ist ein Gastbeitrag, wunderbar. Und das wird auch in der Regel belohnt von Google. Also das ist das EAT-Prinzip, und das neue E ist eben nochmal die Experience, also dass nicht mehr nur Fachwissen vermittelt wird, sondern dass wirklich auch persönliche Erfahrungen mit reinspielen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, was wirklich die halbe Welt auf Kopf gedreht hat. Künstliche Intelligenz. Ich bin mir sicher, dass sehr viele von Ihnen schon von ChatGPT oder OpenAI gehört haben. Die sind seit Ende letzten Jahres aktiv. Und diese KI kann eine ganze Menge, mehr als ich jetzt in dieser kurzen Zeit aufzählen könnte. Aber wir besprechen heute den Einfluss, den es hat auf SEO. Und der ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Es ist nämlich so, dass man mit dieser KI durchaus sehr passable Texte komplett automatisch sich generieren lassen kann. Und das spart natürlich eine ganze Menge Arbeit. Und viele haben schon angefangen, in ihre Webseiten so eine automatische Blogschreibmaschine einzubasteln. Also das kann man programmieren theoretisch, wo man dann gar nichts mehr macht und die KI erstellt aufgrund ihrer Webseite und aufgrund von Themenvorgaben einfach jeden Tag einen Blogartikel, und sie haben innerhalb von kürzester Zeit hunderte Artikel. Also passiert eine ganze Menge. Der Punkt ist aber, das ist nicht unbedingt immer so eine gute Idee. Und ich rate Ihnen ganz stark davon ab, einfach Copy-Paste zu betreiben. Also mit Copy-Paste meine ich kopieren und einfügen. Und der Grund, warum das eine schlechte Idee ist, es gibt mehrere Gründe. Einerseits will Google das nicht, und Google unternimmt aktuell auch schon Maßnahmen, um KI-Texte zu identifizieren. Das funktioniert über komplizierte Verfahren, mit denen man nachweisen kann, dass ein Text KI geschrieben ist oder nicht. Und es ist auch schon geplant, eventuell ein Watermark einzuführen für bestimmte KI-generierte Texte, also dass man genau nachweisen kann, okay, dieser Text kam von ChatGPT beispielsweise, also all sowas ist schon in der Diskussion. Das lässt sich aber auch anders nachweisen. Und sollte Google eben spitz bekommen, dass sie ihren Text einfach kopiert und eingefügt haben über so eine KI, dann werden sie quasi sehr negativ eingestuft, oder dieser Blogbeitrag wird sehr negativ eingestuft, und es schadet ihrem Ranking eher, als dass es ihnen hilft. Das heißt, das würde ich Ihnen auf keinen Fall empfehlen. Ich möchte auch ganz klar dazu sagen, also wir haben das teilweise auch getestet. Es ist schon so, dass wenn man so einen Text nimmt von der KI, dass der erstmal schon gut rankt. Also es fängt erstmal gut an. Aber es ist auch so, dass das hauptsächlich daran liegt, unserer Ansicht nach, dass am Anfang, wenn man nicht direkt auf Page Seite 1 ist, sondern irgendwo noch weiter hinten und man gerade erst anfängt zu ranken, viele andere Faktoren in dieses Ranking mit reinspielen. Wir hatten es eben von Vertrauenswürdigkeit der restlichen Webseite und Autorität in dem Bereich und so weiter. Also diese ganzen Faktoren spielen da erstmal mit rein. Und je weiter nach oben der Text aber im Google-Ranking wandert, desto mehr wird auch die Nutzer-Experience nachgeschaut von Google, und sobald dann eben gesehen wird, okay, die Leute finden den Blogbeitrag aber gar nicht mal so gut, oder es stellt sich am Ende heraus, dass da viele Floskeln drin sind, weil die KI auch dazu neigt, sehr viele Floskeln mit einzubauen und so weiter, dann kriegen sie am Ende eben doch sozusagen die Strafe sozusagen und fallen wie ein Stein ganz weit wieder runter. Also es ist auf lange Sicht keine gute Idee, das so zu machen. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, wo die KI ganz super ist, und ich möchte Ihnen bloß nicht nur abraten von ChatGPT. Es kann nämlich eine ganze Menge richtig machen. Also wofür es unter anderem sehr, sehr gut verwendet werden kann, ist Ideenfindung. Wenn Sie bereits einen Blog geschrieben haben mit 50, 60 Beiträgen oder so und Ihnen gehen so ein bisschen die Themen aus oder Sie wissen nicht, was Sie sonst noch machen können, dann können Sie ChatGPT beispielsweise einfach sagen, okay, ich habe bereits über die und die und die und die Themen geschrieben. Was könnte man denn noch in dem Bereich schreiben? Und in der Regel sind diese künstlichen Intelligenzen sehr, sehr, sehr gut darin,
Themen dazwischen zu finden oder andere Blickwinkel, die man nochmal betrachten könnte. Und es kann Ihnen tatsächlich eine neue Sicht auf bestimmte Dinge geben, wo Sie dann neue Ideen generieren können für weitere großartige Blogbeiträge. Das Zweite, was sehr, sehr hilfreich ist, ist Gliederungen. Also wenn Sie jetzt eine Idee gefunden haben, über die Sie schreiben möchten, dann ist es ja so, dass Sie einen Blogbeitrag in der Regel sehr gut strukturieren müssen und gliedern müssen, dass es eine kurze und knappe Einleitung gibt, wo das Wichtigste drin steht, und dann machen Sie das Thema auf, und die Struktur sollte ja auch möglichst gut sein, wie bei einer guten Quelle oder einem guten Buch im Endeffekt. Und da ist ChatGPT auch super, Ihnen eine Gliederung vorzugeben. Eventuell haben Sie ein, zwei Sachen noch zu ändern, aber es nimmt erfahrungsgemäß viel Arbeit ab und muss sich nicht mehr über alles so viele Gedanken machen, weil sehr vieles eben schon sehr gut vorgegeben wird. Das Letzte, was es auch sehr gut kann, ist FAQs erstellen, also Frequently Asked Questions oder die am häufigst gestellten Fragen-Sektion. Es empfiehlt sich generell, falls Sie es noch nicht haben, innerhalb Ihres Blogs eine solche Sektion immer einzufügen. Also wenn Sie beispielsweise einen Blogbeitrag zur Telefonakquise geschrieben haben, dann denken Sie über bestimmte Fragestellungen nach, die Sie vielleicht in Ihrer Karriere häufig von Kunden bekommen haben zu dem Thema, oder wo Sie sich denken, dass das vielleicht eine häufige Frage ist, die noch auftreten könnte beim Leser, und bauen Sie es in ein kleines FAQ am Ende des Blogs ein. Und bei diesem Thema hilft eben die KI super. Also Sie können beispielsweise Ihren fertig geschriebenen Blogartikel, den Sie geschrieben haben, den Sie nicht kopiert haben, sondern Sie geschrieben haben, ChatGPT vorlegen und sagen, hey, erstell mir doch mal ein FAQ, oder welche Fragen fallen dir denn hier noch ein, die vielleicht ungeklärt sind? Und diese Fragen kann man dann sehr, sehr gut übernehmen und einbauen. Warum ist ein FAQ so wichtig und gut? Es ist wichtig, weil Sie im Endeffekt damit wieder helpful content, also das ist wieder dieses Thema vom Anfang, also hilfreiche Inhalte produzieren für die Nutzer. Und das ist einfach immer ein wiederkehrendes Thema. Und deswegen sind FAQs sehr empfehlenswert. Und da kommen wir jetzt auch nochmal dazu fürs nächste Thema, wo das auch noch relevant wird. Das nächste Thema leitet nämlich direkt über. Und es dreht sich alles jetzt um Voice Search und Multisearch. Was ist das? Und warum hat es mit dem vorherigen Thema zu tun? Nun, Voice Search bedeutet Sprachsuche. Also Leute, die vielleicht über ihr Handy etwas reinsprechen und sagen, hallo Google, ich suche einen Caterer diesen Freitag, oder ich suche einen Verkaufstrainer, oder ich suche einen Veranstalter, oder. Und dieser Voice Search ist in der Regel nichts Neues, und es ist auch schon seit einigen Jahren im Gespräch, dass Voice Search ein Trend ist, auf den man reagieren sollte. Und es hat teilweise gezündet. Es ist noch nicht so wirklich der Durchbruch gekommen. Allerdings ist es so, dass jetzt mit diesen Neuerungen, die OpenAI, also mit ihrer künstlichen Intelligenz, auf den Markt gebracht hat, dass das dazu geführt hat, dass es da absolute Revolutionen auch im Sprach-KIs gibt und auch im Sprach-Search mal wieder. Und deswegen glaube ich, dass die Nutzung dort sehr, sehr viel häufiger auftreten wird noch in naher Zukunft. Und deswegen ergibt es Sinn, die Seite, die eigene Webseite auch für Voice Search ready zu machen. Und Multisearch ist ein weiteres Thema, das Google etabliert hat. Habe ich hiermit aufgenommen in denselben Slide sozusagen. Es geht darum, dass Google nun auch mit Bildersuchen wirbt, oder besser gesagt Bildersuchen ermöglicht mit einem kleinen Text. Also ein einfaches Beispiel ist, Sie haben ein schickes Kleid gesehen oder coole Schuhe neulich. Sie machen ein Foto davon und Sie suchen diese Schuhe oder dieses Kleid mit Hilfe von Google, indem Sie einfach dieses Bild hochladen, eine kleine Beschreibung geben, und Google findet in den 1 Milliarde Fotos, die es überall in verschiedenen Webseiten ebenso finden kann, findet es einen Online-Shop, der eventuell genau dieses Kleid oder ein ähnliches vertreibt oder eben die Schuhe. Das ist aber auf vielerlei Dinge anwendbar. Also im Endeffekt geht es einfach darum, dass Google nicht mehr nur textbasierte Suchen erlauben möchte, sondern in Zukunft auch multimedial dort agieren will. Dazu gehört eben nun mal Voice Search oder auch der Multisearch mit Bildmaterial. Wie kann man sich darauf vorbereiten, beziehungsweise was kann man machen, um auf diese Trends zu reagieren, beziehungsweise auch gut in solchen Suchen
gefunden zu werden. Nun, zuerst einmal muss man verstehen, dass Voice Search kein, also dass die Sprachsuche kein separater Bereich von Google ist, wo irgendwie andere Regeln gelten oder so. Es ist einfach obendrauf gesetzt auf Google und es arbeitet im Endeffekt damit, dass jemand etwas reinspricht und diese Suchanfrage wird dann auch eigentlich nur wieder in den Google-Suchalgorithmus gehauen und spuckt Ergebnisse aus. Jetzt ist es aber schon so, dass Menschen ja anders suchen über einen Voice Search als über das Tippen. Also wenn ich etwas eintippe, dann formuliere ich Dinge anders, als wenn ich etwas reinspreche. Wenn ich etwas spreche, ist es sehr viel konversationeller. Und deswegen kann man hier sagen, dass man auf sogenannte Longtail-Keywords optimieren könnte. Und das ist generell übrigens eine ganz gute Idee. Also das hilft Ihnen nicht nur hier, sondern generell bei Ihrem SEO-Vorhaben. Longtail-Keyword bedeutet so viel wie, dass Sie eine Suchanfrage haben, die aus 3 oder 4 oder mehr Worten besteht. Also zum Beispiel eine Fragestellung. Wie bin ich erfolgreich in Telefonakquise? Das ist ein Longtail-Keyword. Ich weiß, es ist nicht nur ein Wort, aber so nennen das eben SEO-Spezialisten. Ja, und jetzt habe ich quasi schon den ersten Block hier, habe ich ein Beispiel für diesen ersten Block hier gegeben. Also wenn man für Voice Search sich optimieren will, dann sollte man auf viele Fragestellungen gute Antworten haben, weil meistens suchen Leute über den Voice Search nach etwas Konkreten und stellen eine Frage. Und gleichzeitig arbeiten sie, wie gesagt, konversationeller. Das heißt, Longtail-Keywords sind hier wichtig. Und jetzt noch eine Sache dazu. Also die Methode, wie Google sucht nach guten Suchergebnissen, die Frage des Suchenden beantwortet, die geht immer mehr in die Richtung Gesamtsprachverständnis. Also dadurch, da wird NLP, also Neuro-Linguistic Programming eingesetzt. Das bedeutet auch KI letztendlich wieder. Und für ein spezifisches Keyword sich zu optimieren, das stirbt so langsam aus. Also verabschieden Sie sich von dem Gedanken irgendwie, ich weiß nicht, vor einigen Jahren war es noch so, wenn Sie dann irgendwie 5, 6, 7 Mal dasselbe Wort im Blogbeitrag einbasteln, dass Sie dann besser und besser ranken. Das mag noch teilweise funktionieren, aber das stirbt langsam aus und es wird immer weniger. Und Sie werden damit langfristig keinen Erfolg mehr haben. Versuchen Sie eher, den Gesamtkontext so gut wie möglich zu beantworten, worum sich das Themenfeld oder eine Fragestellung dreht. Versuchen Sie, ähnliche Fragestellungen im selben Blogbeitrag vielleicht mit zu beantworten und Sie werden in Zukunft damit deutlich mehr Erfolg haben. Ein weiterer Faktor, der gut ist für Voice Search bzw. die Sprachsuche, ist, wenn Sie lokal SEO betreiben, also dazu gehört zum Beispiel einen eigenen Google My Business Account zu besitzen, so dass sie lokal angezeigt werden. Also wenn ich beispielsweise suche nach einem Veranstalter und ich gebe nur einen Veranstalter, dann wird Google mir automatische Ergebnisse ausspucken, die ich hier in Mainz und Umgebung finde, weil hier ist nun mal mein Standort und Google gleicht meinen Standort aufgrund meiner Geräteinformationen, meines Accounts und so weiter ab und wird mir natürlich versuchen, ein Ergebnis zu liefern, mit dem ich arbeiten kann. Und deswegen, wenn Sie Ihre Webseite quasi auch lokal verorten und einen Google My Business Account haben und den auch pflegen und updaten, dann wird Google Sie sehr gerne auch bei bestimmten Suchanfragen anzeigen, wenn jemand nach Ihrer Dienstleistung oder Ihrem Produkt fragt. Ein weiterer Faktor, der nichts Neues ist, der aber immer noch wert ist, dass Ihre Website schnell ist und dass sie responsiv ist. Das bedeutet also schnell im Sinne von, sie lädt schnell, wenn man darauf klickt. Und responsiv heißt, sie ist optimiert auch für Mobilgeräte und alle Inhalte werden korrekt auch für ein Mobilformat angezeigt. Das ist deswegen sehr wichtig. Erstens, weil die allermeisten Sprachsuchanfragen über ein Handy laufen und generell sich die Nutzung des Internets immer mehr Richtung Mobiltelefone verlagert. Also der Traffic hier ist einfach riesig und das lohnt sich. Also wenn Sie hier noch vielleicht Schwachstellen auf der Webseite haben, sollten Sie das ausbessern. Und dann zuletzt noch ein sehr technischer Punkt, aber dennoch ein sehr wichtiger Punkt. Gerade wenn man für Multisearch und auch für Voice Search erscheinen will und generell sich einfach Punkte holen will bei Google, um bessere Ergebnisse zu erzielen, dann sollte man Schema Markup haben und Alt-Text. Was in aller Welt bedeutet das? Also, Schema Markup ist im Endeffekt einfach eine Methode, um
Google mitzuteilen, wie ihre Website-Inhalte aufgebaut sind. Also wenn Sie Website-Inhalte produzieren und da jetzt Bilder einfügen und so weiter, wie bewertet Google das eigentlich? Das ist so, dass die Crawler schicken, das sind Bots, also kleine Roboter sozusagen, die durchs Internet laufen und sich das Ganze angucken, was sie da treiben und was alle Webseiten machen und die dann versuchen, aufgrund der Vorgaben von Google eben Webseiten zu bewerten und daraus entsteht dann langfristig ein Ranking, jetzt mal sehr vereinfacht dargestellt. Natürlich sind da auch menschliche Arbeiten dahinter und so, aber wir bleiben mal kurz bei den Crawler-Bots. So, und diese Crawler verstehen nicht immer automatisch alle Inhalte. Also beispielsweise ist es sehr viel schwerer, ein Bild zu verstehen und den Inhalt eines Bildes für einen Bot als geschriebener Text. Und je nachdem, wie Sie Ihre Website aufgebaut haben, ist vielleicht auch nicht immer klar, was ist eine Überschrift und was ist einfach nur Fließtext und was ist eine Überüberschrift und eine Unterüberschrift und so weiter. Dieses Schema-Markup ist im Endeffekt einfach ein Stück Code sozusagen, Code-Snippet. Das kann man auf der Webseite implementieren und das sagt diesem Crawler ganz genau, okay, pass auf, hier ist die H1-Überschrift, hier ist ein Bild, hier ist eine Beschreibung einer Person oder des Autors, was wir vorhin hatten, das Thema Autorenprofil, hier ist der Autor, Maximilian Nulz beispielsweise, und so weiter und so fort. Und so hat der Crawler eine ganz genaue Idee davon, wie ihre Website aufgebaut ist. Und ja, kann entsprechend besser Inhalte verorten und das gibt Ihnen auf jeden Fall Pluspunkte. Alt-Text in dem Zusammenhang ist einfach eine Beschreibung eines Bildes. Also wenn Sie ein Bild auf Ihrer Webseite haben, dann ist es quasi eine Beschreibung, was auf diesem Bild zu sehen ist. Und das ist immer dann wichtig, wenn zum Beispiel ein Bildinhalt nicht lädt, aufgrund von einer niedrigen Internetgeschwindigkeit oder anderen Einschränkungen oder der Bot versteht es vielleicht nicht. Also Google hat natürlich durchaus Methoden, auch Bilder so zu verstehen, auch durch künstliche Intelligenz, aber trotzdem hilft sehr, Schema-Markup und Alt-Text in seine Webseite zu integrieren. Und so viel dazu. Also damit können Sie auf jeden Fall schon sehr, sehr viel erreichen. Das heißt nochmal zusammengefasst, schreiben Sie nach dem I-Prinzip beziehungsweise mit dem neuen I auch noch Ihre Blogbeiträge. Lassen Sie sich helfen durch KIs, indem Sie Ideenfindung betreiben, Gliederung und verwenden Sie dann zusätzlich diese Tipps hier, um auch für Multisearch und Web-Search gute Ergebnisse zu erzielen. Jetzt habe ich noch eine gute Nachricht für Sie, für die müssen Sie nichts tun, aber das ist auch ein SEO-Trend oder eine Neuerung, die eigentlich nur Leuten zugutekommen kann. Vor allem denen, die nicht auf Seite 1 von Google jetzt sind für viele Themen und das sind ja die allermeisten. Und zwar hat Google eine Änderung eingeführt bei den Search Engine Result Pages, also bei den Seiten, die auftauchen, wenn sie nach etwas suchen. Und zwar ist es zwar schon seit einiger Zeit so, dass das für Mobilgeräte existiert, aber für Desktop noch nicht, also für PCs noch nicht. Es gab bisher nicht den sogenannten Endlos-Scroll. Also davor hatte man Google Seite 1, dann hatte man Google Seite 2, 3, 4. Und Sie kennen den alten Witz, wo, wenn Sie eine Leiche verstecken wollen, dann tun Sie es auf Seite 2 von Google, weil da sucht keiner. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein, denn dieser Endlos-Scroll hat, wenn ich mich recht erinnere, bis zu 40 Suchergebnisse, die man erstmal runterscrollen kann, bis erstmal die Seite endet. Das bedeutet quasi, dass Leute, die auf Seite 2, 3 und 4 bisher waren in den Google-Suchergebnissen für bestimmte Keywords, dass die jetzt vermutlich bessere Klickraten bekommen, weil Leute auf einfache Art und Weise runterscrollen und jetzt nicht erst auf Seite 2 und 3 klicken müssen, was immer so ein bisschen nervig war jetzt als Besucher einer Webseite oder als Suchender auf Google, besser gesagt. Also das ist eigentlich einfach eine gute Nachricht für Sie alle. Und das bedeutet auch, dass es sich durchaus lohnt, jetzt auch für Seite 2 und 3 oder die ehemaligen Seiten 2 und 3 von Google zu kämpfen und dass nicht mehr ausschließlich Seite 1 zählt. Natürlich ist Seite 1 aber nach wie vor eine gute Sache. Also, ein paar finale Tipps. Behalten Sie künstliche Intelligenz im Auge. Es werden da noch viele Neuerungen kommen. Sie werden auch weitere Werkzeuge finden, mit denen Sie noch effektiver arbeiten können. Und das wird sich weiterentwickeln. Lassen Sie sich von jemandem helfen oder machen Sie es selbst mit Markup-Schema und Alt-Text. Das sind wirklich Sachen, die helfen Ihnen sehr, Ihre Rankings zu verbessern.
nicht nur bei Multisearch und Voice Search, generell mag es Google einfach, Inhalte komplett zu verstehen auf einer Website. Und zu guter Letzt arbeiten Sie von Anfang an qualitativ. Also schreiben Sie nicht einfach einen Blogbeitrag und sagen Sie sich, ach, den verbessere ich in 2 Monaten nochmal, sondern machen Sie es wirklich so, dass Sie alle Faktoren von Anfang an so gut wie möglich bearbeiten. Es ist so, dass in Zukunft auch weniger Crawler eingesetzt werden von Google. Google hat große Klimaziele und will weniger Rechenpower einsetzen. Deswegen werden eher nur neue Inhalte gecrawlt und etwas weniger die alten, die dann geupdatet werden. Das heißt, es lohnt sich gleich, die Sachen richtig zu machen und von Anfang an zu punkten. Falls Sie bei irgendeiner dieser Dinge Hilfe brauchen, also wir bieten das alles an, ich von meiner Seite aus. Wir helfen Ihnen mit Website-Schnelligkeit, wir beraten zu Blogartikeln und wir bieten auch ein sehr schnelles Hosting an, mit der Ihre Webseite sicher ist und super schnell. Also falls Sie da Fragen haben oder irgendwie auf mich zukommen wollen, ist das gar kein Problem. Ansonsten freue ich mich auf Ihre Fragen und stehe Ihnen jetzt noch ein bisschen zur Verfügung oder gerne auch nach dem Call noch telefonisch oder via E-Mail. Dankeschön. Ja, lieber Max, erstmal vielen Dank für den schönen Input. Ich habe den Chat im Auge, da ist auch doch die eine oder andere Frage drin. Ich möchte aber mit einer Frage starten, die mich am Anfang so ein bisschen gejuckt hat bei deinem EAT-Prinzip. Wenn jemand ziemlich am Anfang steht mit seiner, sagen wir, mit seinem Unternehmen, dann ist das eine E für Erfahrung ja eigentlich eher schwierig abzubilden. Heißt das, dass also Newcomer tendenziell abgestraft werden, wenn eine Webseite noch nicht so alt ist oder wenn die Expertise noch nicht da ist? Sehr gute Frage erstmal. Nicht unbedingt. Also es kommt natürlich sehr darauf an, welches Geschäft man betreibt. Also lassen Sie mich kurz nachdenken. Also Experience kann auch einfach sein, wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, wenn Sie jetzt beispielsweise, fällt gerade nichts Besseres ein, aber ein Reiseunternehmen aufgemacht haben oder Sie sind jemand, der Produkttests macht oder Sie sind jemand, der der auf neue technische Innovationen reagiert und so, dann reicht es durchaus, einfach so eine Art Video oder Audio oder Bildaufnahme von sich zu machen, wie man beispielsweise, also wenn man jetzt bei den Reisen bleibt, wie man vielleicht mal in ein anderes Land gegangen ist und sich da spezifisch ein Hotel angeguckt hat oder wie man das neue Produkt getestet hat. Also wenn man jetzt beispielsweise ein Experte werden will für irgendwie Retail-Produkte im Fernsehbereich, dann also reicht es durchaus, den neuen Fernseher von LG eben zu testen und darüber einen Blogartikel zu schreiben oder so. Aber wenn Sie jetzt natürlich ein Dienstleister sind, also um jetzt darauf nochmal zurückzukommen, oder ein Experte in einem Bereich, dann könnte das ein bisschen die Sache erschweren, weil Sie natürlich noch jung sind und vielleicht noch nicht ganz so viele Kundenerfahrungen in dem Bereich hatten. Auf der anderen Seite muss ich dann auch wiederum sagen, wenn Sie noch gar keine eigenen Erfahrungen gesammelt haben in einem Bereich, sind Sie natürlich auch kein Experte in dem Sinne, sondern sind vielleicht noch am Lernen. Aber insgesamt geht es darum, dass einfach Nutzererfahrung im Vordergrund steht. Also um das noch ganz kurz abzurunden, um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn Sie eine Bewertung hinterlassen bei einem anderen Dienst, bei einer anderen Dienstleistung für ein Produkt, dann legt auch da Google auf diesen Value Experience Wert. Das heißt, wenn Sie sich, ja, um nochmal bei dem Fernseher zu bleiben, einen neuen Fernseher gekauft haben und Sie sagen, der ist Mist, dann reicht es Google nicht einfach mehr, nur diese Bewertung ernst zu nehmen, weil Sie schreiben, das ist Mist, sondern sollten Sie auch sehr gut begründen, warum das Mist ist und vielleicht auch mit Bildern oder anderen Mitteln belegen, warum das denn Mist ist. Und es geht einfach hier um diese Authentizität und die Erfahrung, die mit etwas gemacht wurde. Also es ist nicht zwangsläufig so, dass Sie 20 Jahre Erfahrung in einem Bereich haben müssen und 100 okay. Gehabt haben. Ja. Okay. Sigi Lachmeier wollte nochmal das Beispiel für das Longtail-Keyword wiederholt haben. Vielleicht kannst du gerade den Teil nochmal kurz benennen. Ja. Also Keyword ist erstmal so klar, denke ich. Also es ist quasi eine Suchanfrage, die gestellt wird. Und Longtail-Keyword bedeutet einfach nur, dass mehrere Wörter aneinandergereiht verwendet werden als ein Keyword. Also es ist natürlich nicht wirklich ein Wort, aber man bezeichnet das im SEO so. Das bedeutet also,
wenn die Suchanfrage ist, wie mache ich erfolgreich Telefonakquise, dann ist das zwar jetzt im Deutschen einfach ein Satz, aber es nennt sich gleichzeitig Longtail Keyword. Und Sie können auch auf diese Frage und auf ähnliche Fragestellungen versuchen zu ranken und versuchen, diese Frage sehr gut zu beantworten in Ihren Blogartikeln und dann entsprechend auf Platz 1 oder 2 von Google für diese Suchanfrage erscheinen. Genau. Ja, dann, also Herr Fitzgerald Lachmeier hat noch die weiteren Fragen zu dem Thema der Markup-Schemes und der Alt-Text. Wenn ich das richtig weiß, dann geht es zum Beispiel darum, dass derjenige, der programmiert, es gleich von Anfang an berücksichtigt, beziehungsweise in einem Content-Management-System halt auch die Möglichkeiten gepflegt werden, was man für Bilder eingeben kann. Also im Prinzip ist es doch eine Fleißaufgabe, die da zu leisten ist. Absolut, ja, absolut. Es klingt komplizierter, als es wirklich ist. Und es ist auch deutlich einfacher geworden in den letzten Jahren, das zu machen. Also früher musste man das teilweise noch in den HTML-Code irgendwie separat einfügen. Mittlerweile gibt es da andere Methoden, mit denen es etwas einfacher ist. Aber ja, völlig richtig. Es ging mir einfach nur darum zu betonen, dass das viele Menschen nicht machen auf ihren Webseiten und dass das aber wirklich ein Segen für Google ist, weil es viel einfacher so für Googles Crawler ist, zu kategorisieren, wo was ist und was was bedeutet. Und entsprechend, also vielleicht ganz kurz dazu noch, wo Ihnen das auch hilft, ist, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt sogenannte Rich Snippets auf Google. Das bedeutet, also Sie kennen ja ein normales Suchergebnis, da haben wir immer die blaue Überschrift, so ein bisschen beschreibenden Text von dem Suchergebnis. Und manchmal sehen Sie aber auch, dass bestimmte Suchergebnisse noch zusätzlich mit Bewertungen angezeigt werden, also dass da irgendwie 5 Sterne sind bei irgendwas, oder Sie sehen andere zusätzliche Infos, die auch dieses Suchergebnis etwas vergrößern, also weil es es länger macht. Und diese Rich Snippets, die kommen nur dadurch zustande, dass Google genau versteht, was ist der Inhalt hier und was könnte ich zusätzlich Nützliches noch anzeigen jetzt gerade, weil die Suchanfrage das irgendwie verlangt. Und das kommt aber in der Regel nur durch solche Fleißarbeiten, um es mal so zu nennen, zustande. Und sie profitieren dann davon, genau. Okay, jetzt ist ja das Thema nach wie vor attraktiven Content auf die Seite zu bringen und möglichst multimedial. Das ist ja das, was du auch mehrfach ausgeführt hast, dass es eben in Bildbewertung gibt und eben Voice letztendlich analysiert wird. Gibt es denn einen Erfahrungswert, was wie gut bewertet wird? Also wenn ich jetzt sage, ich bringe auf meine Seite ein Potpourri von Text, Bild, Audio und Video, reicht es dann schon oder welche Erfahrungswerte habt ihr da? Das Beste, was ich jedem mitgeben kann, ist, es im Hinterkopf zu haben, dass man vielleicht, wenn es angebracht ist, ein Video mit einfügt oder dass man in irgendeiner Form diese Erfahrung belegt mit irgendeinem anderen medialen Faktor wie Bilder oder Audio, aber dass man nicht versuchen sollte, das System zu hacken oder jetzt irgendwie zu sagen, na gut, dann mache ich jetzt 8 Videos hier rein, weil das beweist ganz besonders, was ich hier mache und damit ranke ich ganz besonders. Also versucht einfach, es wirklich natürlich zu machen, wenn es so wie Sie es auch in anderen Zusammenhängen machen würden. Wenn Sie glauben, dass ein Bild hier sehr gut angebracht wäre, um die Sache zu verdeutlichen oder Ihre Experience, oder wenn ein Video angebracht wäre, dann fügen Sie eins ein. Und wenn Sie glauben, Sie brauchen das nicht, dann machen Sie es auch nicht. Also Google versucht einfach, natürliche Inhalte zu produzieren, die authentisch sind. Nicht, dass man gezwungen ist, jetzt irgendwie was zu forcieren und irgendwie super viel einzufügen. Ich sehe, Erna hat noch eine Frage, glaube ich. Ja. Dann soll sie sich einfach freischalten, das Video an und den Ton an und dann hören wir die Frage. Danke für den Hinweis. Wie rankt denn Google eigentlich die eingebettete Videos im Vergleich, wenn ich nur unseren YouTube-Link auf ein Video einfüge? Was ist da der Unterschied? Das ist eine schwierige Frage. Ich müsste ehrlich gesagt mal schauen, ob es dazu publizierte, also ob es dazu wirklich handfeste Beweise gibt, was den Unterschied hier macht. Tendenziell sollte es nicht so sehr einen Unterschied machen, weil das jetzt eine technische, also das hat jetzt einfach mit einer technischen Implementation zu tun, ob,
ob man den YouTube-Link einfügt und am Ende sieht man das Video über den YouTube-Link oder ob es jetzt direkt auf der Webseite verankert ist und sie hosten es von sich selbst aus. Meines Erachtens sollte es keinen wirklichen Unterschied machen. Es macht vielleicht einen technischen Unterschied. Ich muss das aber nochmal nachschauen. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig gerade sicher. Im Zweifelsfall sollte aber, wenn Sie das YouTube-Video einfügen, natürlich der Kanal wieder von Ihnen sein oder es sollte irgendwie erkenntlich sein, dass das dieselbe Person ist wie der Autor oder die Autorin, die den restlichen Blogbeitrag geschrieben hat. Das wäre schon gut. Und dann sollte das aber auch passen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Wunderbar. Ja, noch steht das Chart da, ob noch Fragen existieren. Aber zumindest mal, lieber Max, hast du die Fragen des Chats alle abgearbeitet. Insofern sage ich jetzt an der Stelle ganz herzlichen Dank. Du hast uns allen einen tollen Start ins Wochenende verpasst. Und natürlich auch, dem Google SEO. Ja, vielleicht noch kurz der Hinweis auf die nächste Gabal-Veranstaltung. Darf ich hier gerade bitten, eins weiter zu klicken? Jawohl. Am 12.05. ist das Thema Change Stories von Stefanie Selmer und moderieren wird das der Hans-Peter Reiter. Und ich hoffe, dass sich dann alle wieder Zeit nehmen und sich hier einfinden. Ansonsten, Max, nochmal ganz herzlichen Dank. Hinweis an alle, Mitschnitt kommt in der nächsten Woche. Und wenn noch Fragen sind, da findet man auch die Kontaktdaten von Max. Und ich wünsche jetzt allen ein schönes Wochenende und vielleicht sieht man sich im Mai wieder. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.